Einen wunderschönen Tag zusammen. Wir sind wieder bei Super Mario Maker. Wer hätte es gedacht? Steht ja auch nicht im Titel oder so. Yu Ayazakis großes Abenteuer kommt jetzt. Hallo, ich bin Yu Ayazaki. Der nächste Star der... Der nächste Star unter den Sprecherinnen. Bisher habe ich nur in Japan gearbeitet und dort eine Radiosendung im Nintendo 3S-Spiel Daigasso Band Bros P moderiert. Aber jetzt sieht mich die ganze Welt als Kostüm für Mario. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, aber ich probiere alles mal aus. So, 29% Abschlussrate. Ich bin gespannt. Wird es schwer? Wird es leicht? Wird es total bescheuert oder wird es cool und strukturiert? Naja, wir werden schauen. Das Kostüm gönnen wir uns auf jeden Fall schon mal. Oh, wie süß! Das ist süß. Ach du Scheiße. Hey? Also, süß ist es ja, muss man ja sagen. So. Jump! Kann man das nicht anheben? Ich kann das Ding irgendwie nicht anheben. Ich hätte von unten gegenspringen müssen. Nehme ich einfach mal an. Okay. Da kriegen wir auf jeden Fall viele Gegner geliefert. Okay, das war eine Falle. Jump. Also ihre Stimme ist ja schon ultra süß, muss man ja einfach zugeben. Was war das? Was war das gerade? Okay, tschüss. Ist das eine Reset-Dings? Nein, ist es nicht. Anscheinend haben wir bisher noch nichts falsch gemacht und das nehmen wir doch einfach mal mit. Die Schwimmanimation ist auch sehr süß. Hier brauchen wir den Schlüssel. Ach, da ist er ja. Ich wollte gerade schon fragen, wen müssen wir besiegen? Aber wir müssen niemanden besiegen, wir müssen einfach nur hier eben kurz reinschwimmen und es quasi abholen. So, danke. Und weiter geht's. Aber was ist denn ihre Mission hier? Das verstehe ich nicht so ganz. Eigentlich haben die meisten dann ja so eine Mission. Ja, ich mache Mittagspause oder so. Aber nö, die denkt sich so, heute habe ich keine Mission. Wir machen einfach mal irgendwas wirsch durcheinander gebrachtes. Aber sie sagt ja auch, sie ist eigentlich Moderatorin und möchte sie jetzt einfach mal ausprobieren, diesen Weg zu gehen. Ist ja völlig legitim. Jeder soll ausprobieren, was er möchte. So sehe ich das. So. Die ganzen Fische hier machen wir einmal K.O. Ja, wow. Gratulation, weil ich einen kompletten Block weggeballert habe. Okay, hier nehmen wir mal die Münzen weg. Nicht, dass das irgendwie später zugeht. Da können wir nicht hin. Da ist der Schlüssel, ich sehe ihn. Alles klar. Na, 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 na. So, schnell wieder runter. Jupp. Da oben war zwar noch ein Dings. Ihr wisst, was ich meine. Ein Kästchen mit einem Power-Up oder sonst was drinne. So. Interessantes Level. Ach so, die wollte nach New York oder? Hä? Das soll jetzt New York darstellen oder? Wie darf ich das verstehen? Könntest du mir bitte das Kostüm geben? Danke. Ich möchte mal die Abschlussmusik hören. Ach, so süß. Unglaublich. Habt ihr das gehört? Das ist so süß. Scheiße. Nur halt mit so einer ultra süßen Quietschstimme. Hammer. Hammer. Cool. Müssen wir mal googeln, diesen Namen. Yu Ayazakis oder Sakis.
Jetzt kommen wir aber zum Level Starfy Prince and Puff Top Palace. In seinem fliegenden Himmelschloss entdeckt Starfy einen mysteriösen Aufzug, der ihn in die wundersame Welt von Super Mario Maker befördert. Das macht mir Angst, sagt er. Ich will nach Hause. Wirst du ihn vor den aquatischen Gefahren beschützen und sicher ins Ziel bringen können? Ich weiß nicht, wir werden es sehen, aber mir kommt dieser Stern überhaupt gar nicht bekannt vor. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aus welchem Spiel das sein soll oder sonst wo. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Stern am Himmel, den die Leute in Japan Starfy genannt haben, was weiß ich. Na, eigentlich müsste es ja schon ein Game-Charakter irgendwie sein oder irgendwas mit dem Gaming zu tun haben, weil hat ja eigentlich alles bisher. Und der hat ja auch so Gaming-Sounds, also... Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, woher der stammt. Sollte man den Titel vielleicht auch mal spielen? Kann ja gut sein. Man muss ja nicht immer direkt abgeneigt sein, ne? Nur weil es ein Stern ist, heißt ja nichts. Kirby ist auch nur ein rosa Luftballon oder was auch immer das sein soll. Ne? Die Schwimmanimation sieht aber auch mega aus. Sehr süß, dass er sich so auf die Seite legt. Der kratzt der Hals ein bisschen. Okay, gehen wir mal in die Röhre rein. Es sieht ein bisschen nach einem Labyrinth aus, beziehungsweise nach einem... Ja, das muss ich alles so mit der Zeit, muss ich das alles aufbauen und so. Ne, ich will da einmal hoch, bitte. Alter, wie der aussieht, wie der rennt. Zieht euch das mal rein. Dass die da auch noch extra Animationen haben. Das ist ja mega cool. Das ist mir nie in den Sinn gekommen, dass die dafür extra eine Animation haben müssen. Oder sollten. Ja, wir müssen wahrscheinlich einmal auf den P-Switch. Machen wir aber jetzt, wenn der hochfliegt. Wir machen uns mal beide Wege frei, einfach nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie, ob man da nochmal zurückkommt an diese... Ach du Scheiße, Stelle. Ich würde vorschlagen, hier schwimmen wir einfach mal ganz schnell durch. Wir lassen uns gar nicht lange... Scheiße. Ärgern. Wo ist die P-Switch-Tür? Wie kommen wir da hin? Hä? Hä? Scheiße, haben wir sich schon so viel angesammelt mittlerweile. So. Ach, man kann da unten... Oh, ich Idiot. Ich dachte, hier wäre eine Mauer, wo man nicht lang kann, aber hier kann man ja lang. So, dann gehe ich hier einmal durch die Tür durch. Und hier durch die Röhre. Und dann... Gewinnsziel, würde ich sagen. So. Und... Ah, wunderbar. Interessante Musik auf jeden Fall. Ich trinke mal eben ganz kurz einen Schluck. Einen Moment. Und das war ja die letzte von den drei, die uns noch gefehlt haben. Okay, alles klar. Starfy, das war dein Auftritt. Metal Resistance. Alles klar. Bühne frei für Baby Metal. Was ist das? Das Metal Dance Phänomen. Phänomen. Das die Welt im Sturm erobert. Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Metal Resistance, das weltweit die Charts aufmischt, geben sich die Rockerinnen auch in Super Mario Maker die Ehre. Dafür haben sie sogar extra aufgenommene Audioclips mitgebracht. Aha. Okay, ist also eine Band, die... Okay, quasi Werbung mit Mario Maker betreibt jetzt. Da bin ich ja mal mega gespannt, wie sich die Musik wohl anhört. Haben die auch einen Amiibo oder haben die nur Musik? Okay, hier müssen wir auf jeden Fall... Wow. Scheiße! Das war so klar. Ich habe es schon geahnt, dass das passiert. Ich hoffe übrigens, ich übersteuere nicht zu krass.
Denn das passiert ja dann doch mal ganz gerne. So, auf den Goomba scheiße ich einfach. Ist einfacher damit zu leben, dass er hier rumrennt, als den zu töten. Och, du Scheiße. Okay, den hätten wir auch schon mal eingesammelt. Und somit können wir jetzt wieder runter. Und in die Tür. Okay. Aha, das ist also die Band? Saya? Müsste man sich auch mal anhören, die Lieder oder die Musik? Natürlich, völlig genau da in dieses scheiß Loch rein. Nee. Boah. Scheiße, das war Glück. Nicht wundern, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen leiser bin, weil dann denke ich einfach, okay, ich werde das wahrscheinlich eh rauscutten, bis ich wieder an dem Ort bin, wo wir gerade das letzte Mal versagt haben. Also nicht wundern dann. Vielleicht lasse ich es ja dann trotzdem drinne, kann auch mal passieren. Schon wieder habe ich dieses scheiß Kostüm verloren, so ein Mist aber auch. Ich will das Lied am Ende auf jeden Fall hören. Also müssen wir das jetzt auf jeden Fall behalten. Hier, warten wir mal kurz. Dann lösen wir den mal aus. Aber Moment mal. Oh, heilige Kacke. Hätte mal ganz geschmeidig in die Hose gehen können. Oh. Irgendwie leicht Schiss, dass der mich irgendwie trifft. Oh. Lieber nochmal abwarten, lieber nochmal abwarten. Und den nächsten Checkpoint mitnehmen, wunderbar. Den kriegen wir nochmal ein Backup. Das finde ich schön, dass auf jeden Fall ordentlich von diesen Checkpoints eingebaut wurden. Haben sich ein paar Mal den Kopf gestoßen. Alter, was? Scheiße. Kriege ich noch einen? Ja, ich habe noch die Chance, glaube ich. Das sieht gut aus. Oh! Oh, danke. Den hätten wir getötet. Kommen auch noch ein paar Gegner. Warte mal. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein. Okay. Jetzt weiß ich es besser. Wahrscheinlich war da eine Ranke drin. Ich dachte, oh, da ist bestimmt wieder so ein Amiibo-Kostüm-Backup drin. Ah, selber schuld, wenn man so blöd ist und das denkt. Nicht schlimm, wir kriegen ja hier eine neue Kostümierung. Einfach mal ein bisschen warten, ne? Kriegt man da schon alles hin. Wobei die Flammen schon derbe gemein sind. So. Den töten wir. Die töten wir am besten auch alle. Direkt. Und dann, ja, ich wusste es, eine Ranke. Ich bin so dumm. Scheiße, ey. Das ist aber ein langes Level. Fehlt ein bisschen die angekündigte Musikstück hier. Euer Ernst? Da war jetzt aber nicht viel Musik bei, oder? Naja, vielleicht habe ich das auch einfach falsch verstanden. Vielleicht meinten die auch einfach gar keine Musik. Kann ja auch sein. So. Da steht aufgenommene Audioclips. Ja gut, das war wahrscheinlich deren Stimmen, aber leider keine Musik. Kann man sich auch mal gönnen, denke ich mal. Auf YouTube findet man bestimmt was. Wenn nicht Spotify oder so.
Ja, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und einen Kommentar da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Super Mario Maker ist am Start. Tschüss.